Es ist uns Freiheitlichen im Wahlkreis Ost in sämtlichen Landgemeinden gelungen, zweitstärkste Kraft zu sein. Und das bedeutet, dass wir natürlich nach wie vor mit unseren Themen, mit unseren Inhalten bei den Menschen ankommen. Freiheitliche Politik wird geschätzt, freiheitliche Politik wird gewählt, unsere Lösungsansätze werden diskutiert und werden zum Teil auch akzeptiert, und das freut mich. Und natürlich mit diesem Ergebnis, wir haben von Beginn an gesagt, unsere Kandidatur soll ja eine Alternative sein zur Südtiroler Volkspartei. Wir wollen die Demokratie stärken, eine Auswahl schaffen. Und natürlich mit diesem Ergebnis haben wir auch Schwung und Motivation für die Landtagswahlen im nächsten Jahr.